einer weiteren Lagerschicht mit einer Kiste hier reinbauen. Ob wir dann darauf zugreifen können, ist ja letztendlich ziemlich Wumpe. Interessiert ja keiner, ob man drauf zugreifen kann. Das Ding ist, wir haben jetzt 31 Kisten, das heißt mit 20. Haben wir erstmal nur 16. Haben wir erstmal nur, ja gut, 18, definitiv zu wenig. Haben wir 16. Wobei, bei der. Ja, dann machen wir 16, das sollte passen erstmal. So, dann machen wir hier noch ein bisschen mehr Ding. So, mit Hüpfen könnten wir sogar noch darauf zugreifen können. Das ist allerdings schon ein sehr hohes Lager. So. So. Super. Genau das wollte ich jetzt machen. Genau das. Das ist gut. So. Damit nichts spawnt, dann auch gleich so wieder. Okay. Ich habe keine Ahnung, ob dieses Lagersystem dann auch benutzbar ist, sinnvoll. Okay, es fehlen genau noch 4 Kisten. Es fehlen genau 4 Kisten, die wir auch gleich mal machen werden. So. Wartet mal, das heißt, eigentlich brauchen wir den nicht mal, weil wir haben ja draußen noch ein paar Kisten rumstehen. Gut, aber wenn wir nach den Kisten von draußen gehen, brauchen wir überhaupt keine Kisten mehr machen. Oh Gott, komme ich da jetzt eigentlich ran? Ja, Tatsache, ich komme da ran. Perfekt. Das ist dann wohl das, optimierteste Lager, das man so machen kann im Moment. Um Gottes Willen. Was sind das für eine Musik? Okay. Oh je, da wäre jetzt fast runtergefallen. Jetzt haben wir hier oben auch Licht im Lager. Lagerlichter lecker. Warte, das ging anders. So. Ach komm. So. Gut. Und dann hier kommt das Dachgeschoss langsam rein. Genau. Gut, dann kann ich hier schon mal, die Decke reinzimmern. Das ist doch mal ein Lager, oder? So viele Ressourcen, wie ich hier einlagern könnte, haben wir, glaube ich, noch gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt realistisch jemals vollkriegen kann. Jawohl, so ein, zwei Doppelkisten für Fleisch wären ganz nützlich. Haben wir denkt, was für Wahnsinnsmengen an Tieren hier so spawnt. Oh, hier noch jede Menge Glas. Oder wir machen unsere Zäune mit. Wir könnten die Fenster hier auch mit Zäunen machen. Das wäre bestimmt auch lustig. Sagen wir, wohin geht eigentlich die Bauhöhe?
Ich hoffe mal, dass wir nicht zu hoch bauen für die Map. Das heißt, ich will die Map für das Spiel. So. Dachgeschoss, Dachstuhl. Also hier soll jetzt ein Dachstuhl rein. Die Frage ist nur, wie ich den baue. Und wie ich ihn anfange. Na gut, lassen wir das erstmal. Gehen wir erstmal wieder runter. Oh wow. Gut, das Lager ist dunkel. Probieren wir hier mit hier ein paar Fackeln ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Oh wow. Ich vergesse immer, dass hier Druckplatten sind. Die sieht man so schlecht. Gut, ist vielleicht auch ganz cool, dass man sie nie sieht. Weil damit sind sie sehr unauffällig. Und unauffällige Sachen sind ja doch durchaus sehr schön. So. Gut, hier hinten ist es ein bisschen dunkel. Das Fenster halt hier nur so weit oben ist eigentlich, ne? Aber es ist suboptimal. So kann man immer noch auf die Kisten zugreifen. Gut, hier passt's dann. Ja. Gut, das passt jetzt auch von der Beleuchtung her. Supi. Gut. Dann. Machen wir sogar wieder ein paar Treppen. Weil wir weiter hoch ins Haus wollen. Ich habe jetzt einfach mal gesagt, wir machen jetzt hier das Haus fertig. Sodass man hier dann auch gleich einziehen kann. Ja. Alter, ich bin müde, warum auch immer. Ich habe ja immer noch kein Alter. Wann lerne ich es eigentlich, dass ich mir eine Axt mache? Wenn ich hier die ganze Zeit mit Holz baue. Ja, oder ich lerne mich nicht zu verbauen. Das wird schwierig, so wie ich mich kenne. Warte, was müsste er doch eigentlich noch. Nee, Moment. Warte, die kommen mit der Axt eh nicht schnell abbauen. Ja. Boah. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Boah, was ist denn los hier? Gut. Hier ist ein Pfosten, glaube ich. Ja, hier ist einer. Gut. Nachdem ja sowieso so eine Querwand normalerweise reinkommt, ist es ja eh egal. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei.
Das kann ich auch durchziehen. Wie gesagt, das wird hier relativ. Also das Haus hier wird erstmal von Grund auf gleichmäßig. Wenn ich mich hier schon mal nicht logisch verbauen kann. Zwei, dann kommt hier das hier. Dann ist hier eine Zweier. Hä? Ah, genau, doch, passt alles. Ist alles richtig gebaut? Ist alles richtig gebaut? Alles, Alter, diese Wolken. Diese Wolken. Also hier an dieser Ecke würde ich fast sagen, machen wir eine massive Glasfront, einfach weil es schön aussieht. Oder wir machen es. Ich bin gerade überlegen, ob ich das riskieren. Ja gut, hier ist eh das Dach. So, warte, probieren wir das mal. Ah, Balkon. Ja, nicht, nee. Nee, sieht nicht gut aus. Das sieht, glaube ich, nicht gut aus. Jetzt machen wir jetzt auch mal wieder eine Axt. Weil das will ich jetzt nicht mit der Hand hier wegkloppen. Hallo Kuh. Spawnen sehr wenig Schafe im Moment hier oben. Das ist ja blöd, weil ich ja tonnenweise an Wolle für das Haus hier brauche. Wenn ich da bedenke, dass hier noch ein Haus hinkommt, da noch ein Haus hinkommt. Nach der gleichen Methode. Da vorne dann auch noch so ein Haus. Ja. Das wird teuer, Leute. Das ist ja sehr viel Wolle brauchen. Wenn wir sehr lange damit beschäftigt sind, Schafe zu kloppen. Aua. Oh Gott, da wird es auch dunkel. Ach Gott, und ich habe keine Brusttasche, wo ein Taschentuch sein könnte. Ja, ich muss mir nämlich meine Nase putzen. Ich muss schneuzen. Deswegen würde ich mal sagen, stelle ich mich mal hier oben kurz hin. Bin im Pausemenü. Und hol mir ganz kurz ein Tempo. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Jetzt bin ich auch wieder da. Ah Mensch, es ist gerade Sonnenuntergang. Also wir haben quasi gar nichts verpasst eigentlich. So. So, das ist alles soweit richtig. Perfekt. Hier kommen dann tatsächlich. Ah, warte, hier kommen sogar wieder. Pfusch am Bau betreiben. Wir müssen Materialien sparen. Seht es mir nach. Dass wir hier ziemlich viel Mist machen eigentlich. Was das Bautechnische angeht. Ich habe hier auch eine Idee. Ob die gut ist, werden wir dann noch sehen. Aber hier will ich dann eigentlich mit Zäunen arbeiten. Die Frage ist jetzt, ob das reicht. Ja, das reicht. Wir haben vier, das heißt, ein Sound brauche ich noch. Ihr seht gleich, was ich vorhabe.
Da brauche ich auch die Erde tatsächlich leider.